So, da wären wir wieder. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht mehr da, wo ich eben noch war. Ich bin jetzt einmal ganz bis nach oben geflitzt. Und wenn ich ganz nach oben sage, dann meine ich auch ganz nach oben. Ich war bis in Etage 1. Hab da die ganzen Rumpelkammern durchwühlt und ich habe einiges gefunden. Und das wollte ich jetzt hier alles mal deponieren. Ich habe schon ein wenig angefangen. So, die Schädel, die wir gefunden haben. Die Schätze. 1, 2, 3, 4... Irgendwo war, glaube ich... Nee, wir haben nur 4 Schätze, richtig? Gucken wir mal kurz den Statistiken nach. Nein, wir haben 5. Achso, hier liegt der 5. Schatz. So, alle Schätze beisammen, alle Schädel beisammen. Das Veiler-Set, das wollte ich doch testweise mal anziehen. Also legen wir das Lurker-Set hier hin, damit das schön beisammen bleibt. Ah, die Pitfighter-Handschuhe. Gut, komm einfach mit zum Lurker-Set. So, und dann mal das Veiler-Set anziehen. Den kriege ich auch gleich mein Achievement dafür. So, wir sind wieder im Dunkeln. Nein. Erstmal kurz Licht zaubern. So. Und jetzt das Schild anlegen. Oh, wir sind schon gut überladen. Das müssen wir gleich mal gucken, wie das funktioniert. Den Panzer noch. Und zu guter Letzt die Handschuhe. Nur komme ich an die Handschuhe nicht ran, weil ich überladen bin. So. Tada, da ist gerade aufgeploppt. Das Achievement habe ich. Gucken wir mal ganz kurz, wie die Stats denn überhaupt so sind. Also jede Menge Protection. Dafür ist Ausweichen auf minus 27 runter. Aber gut, wir wurden sowieso fast immer getroffen. Wir könnten dann den Umhang auch nochmal austauschen. Denn 5 Ausweichen bringt jetzt gerade nicht ganz so viel. Was macht der Scaled Cloak? Ausweichen plus 8, das bringt noch weniger. Na gut, dann behalten wir den an. Da regenerieren wir wenigstens ein wenig schnelle Energie. Das Chitin-Set kommt mal hier an die Wand. Da, da, da. Noch andere Klimbim, die ich mitgenommen habe. Einfach nur, weil ich es konnte. Und weil es irgendwie besondere Gegenstände waren. Wie der Kompass zum Beispiel, haben wir auch nie wirklich benutzt. Oder die ganzen Edelsteine, die können auch hier bleiben. So. Was haben wir hier noch? Ach ja. Erinnert ihr euch noch dran, dass wir die ganzen Dinos umgangen sind, weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte, gegen sie zu kämpfen? Ja, da musste ich jetzt auch noch durch und die alle töten. Also, Essensprobleme werden wir auch erstmal nicht haben. Ich nehme aber nur 2 mit, sonst wird das auch wirklich mit dem Gewicht zu viel. So, das sieht doch schon einigermaßen gut aus. Hier haben wir jetzt noch unser Resistenz-Equipment. Das kann auch soweit da bleiben. Und hier haben wir unsere ganzen Kräuter, Bomben und Tränke, die ich aber nicht rumschleppen will. So, und hier haben wir jetzt den Prison Key. Und ich habe gerade wieder alles durcheinander gebracht, indem ich da durchgelaufen bin. Na gut. Also mein Plan war jetzt, die nächsten Etagen erstmal so weit zu säubern, bis wir kurz vor dem Ende sind. Und dann gucken, wie viele Secrets noch wirklich über sind. Denn es fehlen ja nicht mehr viele. Laut Statistiken fehlen noch 2 Treasure und 2 Secrets. Also eventuell sind das die Treasure, die dann auch als Secret gelten und dann wären wir wirklich mit dem 100% Run durch, was ja schon recht schick wäre. Ich habe hier immer gemutmaßt, dass wir noch stundenlang in den 1. bis 10. Etagen durchwandern müssen, jede Wand abchecken. Das wäre doch ein wenig fade gewesen. Aber gut, genug geredet, wir wollen uns die Zwischensequenz angucken. Du bist nun nahe genug. Ich muss nun nicht mehr warten, bis du schläfst. Stimmt, das war das erste Mal recht beunruhigend, dass plötzlich, ohne dass wir schlafen, so eine Traumsequenz kam. Vor einer langen Zeit haben sie das Portal geschlossen, indem sie den Mechanismus zerbrochen haben. Es ist hier, in der Nähe. Finde es. Ja, das war auch ein ganz schönes Gewusel. Und ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, die Teile, die wir gleich brauchen... Autsch. Die hatten so einen kleinen Text drunter stehen. Und der Rest war eigentlich nur Schrott. Also, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, solltet ihr mal ein anderes Let's Play gucken von Grimrock. Da erkläre ich das ja auch alles. Der Rest wird wohl schon wissen, was ich meine. So. Erstmal räumen wir hier aber auf. Es gab hier auch noch Golems. Die höre ich aber gerade nicht.
Stimmt, es gab hier, glaube ich, auch noch eine Tür oder zwei Türen, die wir nicht aufbekommen hatten das letzte Mal. Das sollten wir auch im Auge behalten. Na, da ist unsere Rumpelkammer. Hier sind ganz viele... Oh, da ist ein Golem. Die werden bestimmt gut reinhauen. Können wir den Mönch da hinten erstmal irgendwie alleine bekommen? Oh, oh. Hallo. Oh. Ich wollte sagen, hallo Golem, du bewegst dich ja gar nicht. Und dann kam er sofort auf mich losgerannt. Das war schon... Uah. So, und du kannst, genau wie die Ogre, ja auch nach hinten und zur Seite schlagen. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist recht fies. Und du hältst auch genauso viel aus, hm? Wenn nicht noch mehr. Na, wesentlich mehr. Ein Ogre war nach 3-4 Schlägen schon tot. Also nach so guten Treffern, wie wir jetzt schon gelandet haben. Und die Energie ist auch fast alle. Oh, weia. Wir brauchen unbedingt hier irgendwo einen blauen Kristall. Wenn es in diesen unterirdischen Gemäuern überhaupt welche gibt. Also hier ist ja neue Wände, neue Texturen. Ob in diesem Texturenbereich es überhaupt sowas gab, weiß ich gar nicht mehr. So, hier war später der Teleporter. Da ist die Tür, die nicht aufgeht. Noch eine verschlossene Tür. Da hinten ist ein Mönch, ja. Oh, und ein Golem. Komm mal her. Wir sollten aber nicht in dem Gang stehen bleiben, denn ich denke, da wird der Mönch gleich kommen. Nee, der schleicht sich von hinten an. Oh oh. Oder auch nicht, sondern sein Kumpel schleicht sich von hinten an. Gar nicht gut. Oh, doch, das ist gut. Komm, versuch uns zu treffen. Und der Golem läuft rein. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn ich zwischen den beiden jetzt so rumtanze. Das wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Da kommt nämlich noch ein dritter Mönch. Ah, weg, 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 weg. Ülalü. Ja, ohne Energie macht das eigentlich wenig Sinn. Wir machen viel zu wenig Schaden. Ja, 23. Das würde Ewigkeiten dauern. Machen wir mal kurz einen taktischen Rückzug. Einmal die Rumpelkammer durcheinander bringen und hier oben dann schlafen. So. Ja, das wird eine ganze Weile dauern, bis da unten alle tot sind. Aber danach können wir uns wenigstens einigermaßen umsehen. Die ganzen Einzelteile für die Maschine waren aber, glaube ich, eine Etage tiefer. Und da waren auch wieder diese fliegenden Spinnen, die extrem nervig sind. Aber na gut, mit etwas Glück können wir die jetzt schon one oder two hitten. So, Rümpel, Rümpel. Ein einzelner Mönch. Bist du auch wirklich alleine? Nee, da hinten sehe ich einen Golem. Aber der hat uns noch nicht gesehen. Nee, hat er nicht. Er dreht gerade wieder um. Sehr schön. 1, 2 Treffer noch. Au, au, au. Er ist echt zu schnell, der Zauber. Oder ich zu langsam, eins von beiden. Oh, was haben wir denn hier? Eine Schriftrolle. Die Siegel des Tores werden bersten, wenn die Ketten des Gefangenen gebrochen werden. Ah, das Gate ist das Portal, was man am Ende sieht. Wo wir durchspringen werden. So, ich will jetzt nur den Mönch umbringen. Der Golem... Ah. Genau euch habe ich gemeint. Ihr garstigen... Nein, 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 nein. Ich hasse diese Viecher. Das waren schon mal wieder 2 Heiltränke. Na gut. Hier liegt überall schon der ganze Krimskrams rum. Ich will doch nur einen blauen Kristall. Okay, gucken wir erstmal hier. Da ist ein Teleporter. Ja, so ein doofes fliegendes Ding. Schöner Treffer. Lauter Ramsch auf dem Boden. Den gucke ich mir erst später an. Was haben wir denn hier? Ein Erz. Ja, das brauchen wir. Und schon sind wir überladen.
Nee, die Steine darf ich nicht weg. Das sind Glücksbringer. Was haben wir hier noch drin? Fackeln, 3 Stück. Ha. Na gut. Ah, wo ich diese Etage gerade so sehe, ich glaube, hier gab es einen blauen Kristall. Oh, 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 oh. Zu knapp. Viel zu. Mann. Okay, ich versuche jetzt einfach hier zu schlafen. Ich sollte so schlafen, dass ich wenigstens ausweichen kann. Oder doch lieber weiter nach einem blauen Kristall suchen. Na komm, ich schleiche mich mal ganz vorsichtig weiter. Und sobald ich das Flügelschlagen höre von diesen doofen Spinnenviechern. Wow. Laufe ich einfach weg. Und da wurde ich vom Tentakel erwischt. Na gut. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal das Wailer-Set anziehen und alles aussortieren. Ich hätte abspeichern sollen. Aber na gut. Jetzt wissen wir, dass wir hier wesentlich vorsichtiger sein müssen. Das kommt alles weg. Das kann ich alles zusammenlassen. Dann nehmen wir mal einen von raus. So, dich noch und dich noch. So. Wailer-Set. Genau. Licht vorzaubern. Es wird doch recht praktisch zu sehen, wenn man gegen Golems und fliegende Spinnenviecher und was weiß ich kämpft. So. Dich sollte man mitnehmen, falls es wieder dunkel wird. Klick. Traumsequenz klicke ich jetzt einfach durch. Hatten wir ja schon. So, also wie viele haben wir jetzt eigentlich genau verloren? Ich glaube, wir haben ein Golem und 2 Mönche umgebracht. Ah, das wird wieder dauern. Alternativ können wir einfach jetzt schon runterspringen. Und hier nach einem blauen Kristall suchen. Das macht das Ganze dann gleich wesentlich einfacher und wir verschwenden keine Heiltränke oder Versuche mit Schlafen, die dann in die Hose gehen. Ah, gleich 2 von denen. Nicht gut, gar nicht. Ah, das Ding hat uns umgebracht eben. Die sind so verdammt, verdammt schnell. Da ist Tanzen echt nicht einfach. So. Ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Ich sollte mich jetzt von diesen Dingern da fernhalten. Oh, Klick. Irgendwo ist irgendwas aufgegangen. Aber ich klicke lieber noch wieder zu und versuche einfach hier zu schlafen. Rechte Maus ist schon mal auf Angriffsknopf, obwohl das nichts bringen wird. Noch eine Traumsequenz. Sie schmeißen all ihr Schrottmetall und Altteile in die Gruben. Wir werden wahrscheinlich die Sachen, die wir brauchen, dort finden. Werden wir. Wir brauchen aber zuallererst einen blauen Kristall. Und dazu muss die Krankheit weg. Damit wir überhaupt fertig werden im Schlafen. Aber ja. Aber da fällt mir gerade mal so ein, wir haben noch so viele Bomben und Kräuter und was weiß ich. Wann sollen wir die eigentlich benutzen, wenn nicht jetzt? Also ein paar Sachen sollten wir auf jeden Fall übrig behalten für den Endkampf. Der könnte ja recht chaotisch werden mit den ganzen Sachen, die da spawnen. Aber so ein bisschen was zwischendurch sollte eigentlich schon drin sein. Also sobald wir hier unten fertig sind, können wir dann mal kurz zur Rumpelkammer zurück und da ein bisschen was mitnehmen. So. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, wo die Tür aufgeht. Da müssen wir ein bisschen mal nach Gehör gehen.
Ah, hier. Ein Secret. Sehr schön. Es fehlt nur noch ein einziges Secret. Okay, und zwei Schätze. Was haben wir hier drin? Oh, vier Heilkräuter. Das ist doch sehr gut. Flaschen kommen auch gleich mit und du kannst dann hier bleiben. Sehr schön. Also gibt es hier unten bei diesen Wänden, also den untersten Etagen, doch noch normale Secrets. Da war ich mir gar nicht so sicher gewesen. Brauchen wir anscheinend nicht. Oh. Und sofort vergiftet oder krank geworden. Das ist doch... Hier. Kann nichts schlagen. Komm schon. Komm schon. Das war gemein. So. Da wären wir wieder in der Rumpelkammer. Dann können wir ja gleich die Sache mitnehmen. Und die sollten wir auch wesentlich häufiger einsetzen, als ich es bisher gemacht habe. Also bei jedem kleinen Vieh gleich eine Bombe raufschmeißen und dergleichen. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal zu sterben. Also allgemein habe ich nie wirklich Lust zu sterben. Das ist nicht so toll. Vor allem, weil jetzt auch schon die Folge wieder rum ist und wir eigentlich nichts geschafft haben. Na gut, wir wissen jetzt, wo das eine Secret ist. Und wir wissen, wo welche Gegner ungefähr sind. Aber das war's dann auch schon. So. Ich ziehe noch kurz das Veiler-Set an. Dann schauen wir uns die Traumsequenz an. Und dann wird erstmal abgespeichert. Auch wenn es nicht wirklich viel ist. Aber anscheinend brauchen wir hier jeden kleinen Fortschritt. Wirst du wohl mal da weggehen? So. Anscheinend brauchen wir jeden kleinen Fortschritt, da wir doch ab und an mal sterben werden. Also, Traumsequenz. So, alles aussortiert, alles angezogen. Außer die Bomben. Was haben wir hier? Giftbomben, die kann ich eigentlich ganz wegschmeißen, die benutze ich nie. Frostbomben, das sind immer nur vier Stück. Da müssen bestimmt im Beutel noch mehr sein. Nein. Oh. Das ist nicht gut. Dann werde ich jetzt doch nicht hier rumlaufen können und jede fliegende Spinne mit Frostbomben beschmeißen. Denn vier Frostbomben wollte ich mir eigentlich schon aufbewahren für den Endkampf. Mindestens. Ich dachte, wir hätten da noch ein paar mehr. Schade. Na gut, hilft nichts. Was wir noch mitnehmen können, ist der Stab. Ich glaube, der hat noch ein paar Ladungen von dem Blitzschaden. Wo haben wir dich hingelegt? Da. Wie viele Ladungen hast du noch? Drei Stück. Nicht viel, aber immerhin. Und wir sind zu sehr überladen. Was ist hier drin? Ach, die ganzen Kräuter. Ne, Heiltränke haben wir genug dabei. Wir könnten noch einen Geschwindigkeitstrank dazu brauen. Ja, wie war nochmal das Rezept? Ich nehme einfach alle Kräuter mit und wir probieren dann gleich aus. So. Du. Ach so, wegen dem Scheiß. Ich konnte nicht gehen wegen dem Überladensein. Was zur... Das macht doch keinen Spaß mehr. So. Warum? Ich hab doch... Nein, ich hab nicht abgespeichert. Alles wird gut. Na gut, wir
Wir machen jetzt einen Cut und in der nächsten Folge ziehen wir die Rüstung an, bereiten uns vor und sterben dieses Mal hoffentlich nicht, nachdem wir zwei Schritte durch diese Tür gegangen sind. Also bis gleich.